Heute beschäftige ich mich mit dem Einbau dieser Pylone an den Turm. Ich habe hier das Kassenhäuschen und den oberen Teil schon angebaut. Man sieht hier die Verteilerbox, wo dann nachher auch die zwei Pylonen aufgesteckt werden. Die Elektronik dafür befindet sich auf diesem Baustein. Und dahinter der zweite Pylon, der hier schon vorgefertigt auch auf den Einbau wartet. So, zum Anlöten der LEDs hatte ich vorher diesen Pylon abgebrochen. Hier unten sieht man noch ganz deutlich, wie die alten Zapfen waren. So, hier unten sieht man ganz deutlich, wie die zueinander gehören. Ich klebe das jetzt wieder an und nach dem Abtrocknen wird da keiner mehr einen Unterschied merken. Da ist Kunststoff eigentlich recht entspannt. Jetzt nehme ich das drauf, setze das so an, fixiere das ein bisschen und lasse es trocknen. So, jetzt werde ich das anlöten. Kann ich das Ganze bestromen? Und so läuft das Ganze jetzt. Jetzt bin ich wieder in meinem Bastelzimmer. Ich habe zum Ausrichten der Pylonen zwei so selbstklebende Pinzetten genommen. Damit kann ich sauber den Winkel einstellen. Das mache ich jetzt noch und danach muss ich sagen, bin ich fertig. Ich werde nachher noch ein Video einstellen über das Laufen von dem Teil. So, nun ist er fertig. Ihr konntet jetzt mal zuschauen, wie man sowas macht. Ich wünsche viel Spaß beim Nachbauen. Ist alles nicht so schwer und das Ergebnis lässt sich doch sehen.
So sieht der Turm nahezu perfekt aus. Es fehlen noch Rückwand und der Schriftzug Power Tower. Das wird noch gemacht und dann noch eingesetzt. Aber mir gefällt das Ganze jetzt schon richtig gut. Und ich hoffe euch auch. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, das anzuschauen, dann freut mich das. Und ansonsten schaut einfach mal wieder rein. Es wird mit Sicherheit noch das eine oder andere eingestellt.